Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und zwar seid ihr herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Schatz, was hast du da? Zeig das mal. Ich gehe ein bisschen auf die Terrasse. Zeig mal. Was machst du? Ein bisschen schießen. Ja, wie gesagt. Ich gehe auf die Terrasse. Ein bisschen schießen. Da ich es liebe zu schießen, gehe ich jetzt ein bisschen auf die Terrasse. Wie der das hebt, wie sein Baby. Das ist auch mein Baby. Aşkım şimdi kafama geçireceğim, bayılacağım ha. Yani. Ja, wie gesagt, wie soll ich sagen? Du kannst dir jetzt gleich eigentlich mitnehmen, ein bisschen. Ja. Also ich bereite euch mal vor, dann nehme ich euch mal ein bisschen mit. Bis gleich. Ich habe jetzt die Waffe geladen und habe das Zielfernrohr jetzt geputzt. Falls einer Interesse dran hat an solchen Sachen, so sieht das aus. Gleich Google. Beachtet meine trockenen Hände nicht. Kommt vom Putzen. Und zack. Jetzt gucken wir gleich mal. Leute, beachtet die Seite von der Terrasse nicht. Die müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Und ist unser Insektennetz, Tür, keine Ahnung, wie man das benennt, kaputt gegangen. Deswegen, der muss im Müll gebracht werden. Das hat mein Mann extra gemacht. So ein kleines Tisch mit unserer Arbeitsplatte, was übrig geblieben ist. Damit wollten wir eigentlich, also mit dem Holzteil da, mit dem Rahmen, wollten wir eigentlich ein Hochbeet machen. War aber ein Fail von letztem Jahr. Das ist auch jetzt Müll, weil es hat sich komplett verbogen, wie ihr erkennen könnt. Das hier wird alles aufgeräumt. Das ist unser Hochdruckreiniger, Schatz, gell? Ja, Schatz. Von Kärcher. Und genau, es wird alles noch dieses Jahr richtig aufgeräumt. Schatz, hast du das hier hingehängt? Ja. Du hast es aber nicht getroffen. Ich weiß. Und normalerweise, wir haben auch diese Kärtchen, gell? Da, wo diese Zielscheibenteile... Tut man das hier dazwischen rein und dann, ach genau so eins kommt hier rein eigentlich und dann zack. Ja. Die haben wir neu vom letzten Jahr, der ist auch neu. Hier sind unsere Hausschuhe drin, das muss auch noch beseitigt werden oder da kommt eine schöne große Pflanze. Eigentlich wollten wir letztes Jahr im Sommer so einen Zitronenbaum hier reinmachen. Das Problem war, dass wir den Zitronenbaum im Winter dann rein in die Wohnung nehmen mussten. Und da wir jetzt nicht so einen großen Platz haben dafür, haben wir es dann doch gelassen. Deswegen muss es auch weg. Und meine ganzen Blumen sind komplett tot. So wie ihr seht, hier ist auch voll Wasser drin. Das müssen wir alles dieses Jahr machen, beziehungsweise demnächst. Ach, und hier haben wir schon eine neue Tür, Fliegengitter. Genau. Zack. Boah, Schatz, warte mal. Der sieht so gut aus. Lass ich mal sitzen? Ja, ich muss kurz mal rein. So Leute, jetzt kommt die Jasmine. Aşkım, der ist nicht geladen, ne? Also kann nichts passieren. Ja, so sieht es einfach aus, aber beim Abziehen, weil es dann so einen leichten Schuss nach hinten gibt, verfehlt man wahrscheinlich die Flasche, ne? Langsam.
Schatz, was hast du jetzt gebracht? Das andere Gewehr gebracht. Das war dein erstes, gell? Aha. Und das ist dein zweites. Das hat mir mega gefallen. Schwarz-matt mit Silber. Jetzt schauen wir mal nach, ob er es getroffen hat. Ja, Schatz, aber wo? Ah, hier, Leute. Hier, ach, krass. Hier, Schatz, guck mal hier. Yeah. Leute, beachtet meine trockene Hand nicht. Mhm. Ich habe zwei Stellen getroffen. Guck, einmal hier, einmal hier. Rutschum, Benumbe. Rutschum. Guck, die eine Kugel ist drin. Mhm. Ach ja, zeig mal. Krass. Nächste. War's gut. Das Problem bei dem hier ist, ich muss das Zielfernrohr einstellen. Das ist nicht richtig eingestellt. Ich krieg's irgendwie nicht hin, das einzustellen, da ich noch keine Ahnung habe oder fast keine Ahnung habe, muss ich das machen lassen. Von einem Bekannten, der wohl schon seit Jahren schießen tut und auch Jäger ist. Jetzt habe ich es voll getroffen. Wow. Ich glaube, ich habe es getroffen. Nein. An der einen Stelle nur. Okay. Oh. Also sonst wäre das eine ja wieder drin. Ja. Ist aber nicht. Fall bekommen wir nachher Besuch und ich habe schon Kleinigkeiten auf den Tisch gestellt und so eine kleine Candy Bar und werde nachher Tee aufsetzen und dann lassen wir es uns einfach gut gehen. So Leute, ich würde sagen, dass ich mich jetzt auch mal ein bisschen frisch mache, denn wir bekommen später Besuch und ich mache mal ein bisschen Farbe ins Gesicht und ja, damit ich mich einfach ein bisschen besser fühle. Wir wollten heute Fahrrad fahren gehen. Gestern waren wir eine kleine Fahrradtour machen mit meinem Mann zusammen. Es war so schön, Leute. Es war einfach so schön, wirklich. Wir sind ziemlich eine lange Strecke gefahren und dann wieder zurück. Und es hat aber so gut getan. Erstens Sonne getankt, dann haben wir eine kleine Pause gemacht, haben uns einen Kaffee geholt. Und im Anschluss sind wir dann nach Hause und auf dem Weg zurück gab es eine Stelle, wo es einen See gab, aber nicht das See vom letzten Mal, sondern ein anderer. Oh Leute, das war so schön, ehrlich. Das nächste Mal filme ich euch die Stelle mal mit, um euch das genauer zu zeigen. Und genau, heute wollten wir nochmal so eine Fahrradtour machen.
Aber dann war das Wetter doch kühler wie gedacht. Es scheint zwar die Sonne, aber es ist ziemlich frisch. Und wenn man mit Fahrrad fährt, ist es noch kälter. Deswegen haben wir gedacht, wir bleiben daheim und haben auch spontan einen Anruf von Freunden bekommen. Und wir bekommen Besuch und genießen einfach die Zeit zu Hause gemeinsam. Ach Leute, was ich noch erwähnen wollte, das letzte Video von uns auf YouTube ist, glaube ich, nicht so gut bei euch angekommen. Denn wir haben nicht so viel Aufmerksamkeit wie erwartet bekommen. Ganz wenig Aufrufe, ganz wenig wurde unser Video angeschaut. Aber da steckt so viel Fleiß dahinter, Leute. Bitte vergesst nicht, ein Abo, ein Like dazulassen. Würde ich sagen, wir beenden diesen Vlog hier. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Lasst bitte viel Aufmerksamkeit da. Kommentiert gerne, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, denn es steckt wirklich jede Menge Fleiß dahinter. Wir sind noch neu auf dem Weg hier auf YouTube und jeder Like bringt uns die Motivation, einfach weiterzumachen und dran zu bleiben. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!